Hey und willkommen zum Finale der MSV Duisburg-Karriere mit mir, eure Danny Taylor und ja, wie gesagt, im Finale und das Finale findet gerade eigentlich im Stream statt. Heißt, wenn ihr das verpasst hast live, wäre ein bisschen traurig. Den Link zu Twitch findest du in der Videobeschreibung und ja, würde mich freuen, wenn du das nächste Mal da mal dabei wärst. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein, beziehungsweise mit einem Blick in den Chat. Snow, mein Bruder. Gut, wenn Snow dein Bruder ist, dann bist du auch echt behaart und hast sehr, sehr lange Haare vor allem. Und dann kriegen wir einen Follow. I try hard, Uvo. Lässt ein Follow da. Vielen, vielen Dank. Thomas Müller ist stolz auf dich. Wolfsburg, wo haben wir Champions League? What the fuck? Ach, wahr. Ja, kann aber passieren. Regal TV, ich werde jetzt nicht am Anfang des Streams Regal TV zeigen, Olli. So, nächstes Spiel gegen den BVB. Und ganz ehrlich, der BVB, das ist ein Gegner. Die sind direkt hinter uns. Wir wollen Meister werden. Das ist zumindest so mein Wunsch jetzt am Ende dieser Saison, beziehungsweise am Anfang dieser Saison. Aber zu Ende der Saison möchte ich ja Meister werden. Deswegen spielen wir jetzt auch gegen Borussia Dortmund direkt zu Beginn dieses Streams. Ich bin gespannt. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich drauf bin, ganz ehrlich. Ich muss auch gestehen, warum haben wir die falschen Trikots? Ich glaube, ich muss mal ganz kurz was umstellen. Perfekt. Fängt ja gut an. Einen Moment. Mit den Trikots spielen wir nicht. Das ist ja doof. So, zack. Muss ich mal im FIFA ausmachen. Und das mal wieder hier richtig machen. Friseur hat Corona und habe Angst, zu einem anderen zu gehen. Ich gehe zu dir seit 10 Jahren. Oh. Ja gut, ich war gestern mal im Friseur. Ich bin an für sich ziemlich zufrieden, vor allem mit den Seiten. Ich wollte die Haare ja an für sich ein bisschen wachsen lassen, habe mich jetzt doch wieder dazu entschieden, die kurz zu machen. Aber ich muss sagen, hier oben ist ein bisschen sehr kurz geworden. Naja, egal. Joel, hi. Mir geht's an für sich ganz gut. Ich habe meine Erkältung oder was auch immer ich hatte überwunden. Jetzt geht es mir wieder gut genug, dass wir heute einen ordentlichen Stream machen können mit FIFA. Anfangs war es ja, eigentlich wollte ich ja wieder, war geplant, zwei Videos zu machen. Dazu kam es jetzt nicht. Deswegen haben wir jetzt einfach einen Stream, den ich dann am Ende einfach in einem Ganzen hochhaue. Ich meine, warum nicht? Ganz ehrlich, funktioniert ganz gut. Ohne Scheiß, Müller ist der Hammer. Habe ihm EM auf Legende 4-0 gegen Frankreich und er macht einen Volley aus 30 Metern. Digga, das ist krass. Ich lasse mir Fukuila wachsen. Geil. Hi, Martin K. So, jetzt muss ich eben gucken, ob wir auch die richtigen Trikots haben. Dann kann ich die Ansage nochmal neu machen. Geil. Oder ich lasse es einfach drin, wenn juckt's. Erstmal Training und jetzt nochmal kurz auf Bella Kotschap hoffen. Ja, der erreicht wieder die 76. Easy peasy, Alter. Easy. Vor allem, richtig kacke, ne? Warum haben heute schon so viele Zugriff auf FIFA 21? Voll viele ja durch das Game Changer Programm. Und ich trete jetzt mit FIFA 20 gegen ganz andere Streamer an, die FIFA 21 spielen. Da kann ich doch nur abkacken. Deswegen danke an die Leute, die derzeit hier sind und einfach Bock haben, hier mitzumachen. Guckst du nachher Bayern BVB Supercup? Ja, ist auf jeden Fall geplant, ne? In 6 Tagen läuft Twitch Prime ab. Funktioniert die fette Elfe? Die fette Elfe müsste eigentlich funktionieren. Sollte. Man weiß es nie ganz genau. Die Elfe hat manchmal halt einfach keinen Bock. So, sind jetzt die richtigen Trikots da? Ach, fuck. Sorry, ihr seht hier noch gar nichts. Ja, jetzt aber. Wird extrem schwer, das... Ja, mal abwarten, ne? So, die Trikots sind am Schlüssel. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zurück. Weil, ich muss eine Ansage machen. Weil das vorhin schneide ich ja nicht mit rein. Ne, ihr wisst ja, wie es ist. Und damit. Hey und willkommen zum Finale der MSV Duisburg-Karriere. Die findet ja eigentlich live im Stream statt. Ich hoffe, du warst auch live dabei. Nichtsdestotrotz, solltest du das verpasst haben, bin ich natürlich mega glücklich, dass du jetzt eingeschaltet hast. Und deswegen starten wir auch direkt rein. Das hier wird eine komplett ungecuttete Folge sein. Das bedeutet, ich lade einfach den Stream wieder hoch. Wenn ihr demnächst mal bei einem Stream dabei sein wollt, dann folgt den Link in der Videobeschreibung. Würde mich mega freuen. Ich habe mich nämlich schon dazu entschlossen, dass wir direkt gegen den BVB spielen werden. Weil wir wollen Meister werden. Die sind direkt hinter uns. Ob das jetzt mit dem Meister tatsächlich am Ende der Saison funktioniert, sei mal dahingestellt. Weil wir haben einen geilen Kader. Aber jetzt vielleicht auch kein Meisterkader, wenn man mal ehrlich ist. Nichtsdestotrotz starten wir jetzt ins Spiel gegen den BVB. Und ich habe Bock, Alter. Ich bin für den BVB, Joel. Also heute im Supercup wurde ich gefragt, für wen ich bin. Ich bin für den BVB natürlich. Deswegen plane ich ja auch, ich mag den BVB ja ganz gerne. Ich plane ja auch mit dem BVB vermutlich die FIFA 21 Karriere, meine erste, zu starten. Allerdings ist es auch noch nicht so richtig klar, beziehungsweise ist es schon fast klar. Ich war ja zwischen Bremen und BVB am Überlegen, habe ich jetzt wahrscheinlich für den BVB entschieden. Das hat einen einfachen Grund. Erstmal, ich habe Bock auf den BVB. Vor allem fällt es mir dann, glaube ich, auch leichter, in den FIFA 21 Karrieremodus reinzufinden. Und es ist tatsächlich so, dass ja angeblich kurz davor ist, dass ein Maximilian Philipp zurück in die Bundesliga wechselt. Das bedeutet, Maximilian Philipp würde es dann auch wieder in FIFA geben.
Und ihr wisst genau, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, damit Bremen möglicherweise Maximilian Philipp zu verpflichten, wird das gemacht. Das ist halt einfach so und fertig, weißt du? Gibt Gesetze und dann ist eins. Ich muss mit Werder Bremen Maxi Philipp holen. Ihr wisst, wer damals Karrieremodus, ich glaube 17 oder 18 gesehen hat, ich weiß es nicht mehr. Der weiß, Maximilian ist ein fester Bestandteil meiner Pläne. Wann kommt MSV? Ne, Hymne kann ich gerade nicht mal eben so einfach abspielen. Der MSV kommt erst später. Es gibt ja, der Hansus hat ja wahrscheinlich vor, erstmal einen MSV-Karrieremodus zu machen. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich möchte nicht gegen den Hansus konkurrieren, was das angeht. Dann lasse ich ihn gerne in den Vortritt. Und wenn er dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den MSV gelenkt hat, was ja extrem geil ist und so, gönne ich auch dem MSV, dass dann eventuell ein paar mehr auf diesen geilen Club aufmerksam werden. Dann starten wir auch noch mit dem MSV rein, mit mir als richtigen Fan. Das war der erste Schuss von Bürki. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie es bei euch ist. Mein Spiel hängt tatsächlich ein bisschen, weil ich gerade streame und gleichzeitig aufnehme. Ich hoffe, bei euch sieht alles relativ flüssig aus, tatsächlich. So, nicht wundern, ne? Wenn ich jetzt hier im Spiel gegen den BVB bin, kann ich nicht mal eben so einfach auf eure Kommentare eingehen. Weil es nicht so einfach. Und da habe ich ein Bit geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank an Bonnie022. So, jetzt wird Hansus gesuchtet. Ja, ich hoffe nicht jetzt. Also ich hoffe, ihr bleibt auch trotzdem noch bei mir. Läuft bei mir flüssig, alles klar. Das ist wichtiger als jetzt gerade bei mir. Ist natürlich ein bisschen schwieriger dann für mich, was das Gameplay angeht. Aber sollte einigermaßen funktionieren. Da hätte ich vielleicht springen sollen. Aber egal. Plugman hätte den bestimmt gehabt. So, hallo und tschüss. Muss zum Fußballtraining. Alles klar, Führer. Schön, dass du da warst. Für 10 Sekunden. So, jetzt erstmal da schnell, der hier über links kommen will. Torreira hat irgendwie keinen Bock, der bleibt einfach stehen. Da oben läuft Tyler. Ah, funktioniert leider nicht ganz. Mag den nicht so, Hansus nervige Stimme. Ja, ich finde den Hansus gut. Finde das auch, wie gesagt, ganz cool, dass der jetzt mit dem MSV-Karrieremodus anfängt. Ich hatte es ja eh nicht geplant. Von daher, alles schön und gut. Da kommt der Schuss und der Felix BVB-Fan lässt ein Abo da, genau. Lässt ein Follow da. Vielen, vielen Dank. Da kommt sogar Thomas Müller vom Klo und bedankt sich dafür. Nice, erstmal Karaschko. Das war schön gemacht. Thüram. Und jetzt Oliver Böhm, da kriege ich wieder ein Bit. Vielen, vielen Dank. Ich muss bald mal diese Bit-Anzahl hochsetzen, weil, dass ich das angezeigt bekomme ab 2 Bits oder so. Ach Quatsch, ab 10 vielleicht. So, Gosens jetzt. Der hat es ja eh nicht so mit dem BVB. Ist ja eher so ein Schalke-Lager, würde ich mal behaupten. Ich komme hier gerade nicht klar. Ich wusste gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht wohl mit dem Ball. Egal, Marco Reus. Wie gesagt, ich gehe gleich wieder richtig auf den Chat ein. Es ist tatsächlich während einer FIFA-Partie gar nicht so extrem einfach. Da kommt der lange Pass zu Tyler und der nimmt den Ball zwar an, aber dann easy peasy für Bürki, Alter. Nice. Wer macht Aufmerksamkeit für den MSV? Habe ich, der Hansus. Ist ja, ich glaube, der größte FIFA-Karrieremodus-YouTuber, wenn ich mich jetzt nicht irre. Der fängt, also im deutschen Raum natürlich, der fängt vermutlich seine Karriere, sobald er auf die PlayStation 5 gewechselt ist, oder Xbox auf die neue Konsolengeneration auf jeden Fall, vermutlich mit dem MSV an. Und dann ergibt es für mich einfach auch aus YouTube-technischer Sicht nicht so viel Sinn, ebenfalls mit dem MSV zu starten, weil viele interessieren sich dann hauptsächlich für den Hansus und so, dass... Ist dann halt einfach so, das ist auch vollkommen in Ordnung, die kennen halt mehr und so weiter und so fort. Und ich gönn's auch dem MSV, mich freut's auch, ich hoffe, der MSV kriegt auch in echt vielleicht ein bisschen davon ab, dass sich ein paar mehr Leute für den Club interessieren. Und wir machen dann ein MSV, wenn dann zum Beispiel der Hansus fertig ist, sich vielleicht auch noch im Kader vom MSV ein bisschen was getan hat. Es wird ja vermutlich auf die Ausfälle von Stoppelkamp und auch Engin reagiert, warten wir mal ab. Genau. Und dann starten wir irgendwann rein. Es wird aber auf jeden Fall eine MSV-Karriere geben, auch mit, dem Typen am Ball, auch mit dem Typen dabei, der jetzt gerade am Ball ist, und zwar Tyler. Leider nicht mehr mit Daschner, der jetzt gleich den Ball bekommt. Der ist ja jetzt zu Pauli gewechselt in echt. Schmerzhaft auf jeden Fall, aber ich kann es verstehen bei Daschner tatsächlich. Kennt sich jemand mit FIFA 21 für PC aus? Reicht es eher Play Pro zu kaufen, um FIFA zu spielen? Jetzt noch nicht, aber dann kannst du wahrscheinlich ab morgen spielen. So, Olli Polli, ich gehe gleich auf deine Frage ein. Ich kriege die nur gerade nicht mit. Ist nämlich schwierig, weil gute Situation hier für uns, Baku. Ah, jetzt den Pass auf Tyler. Boah, knapp, ey. Nein, es wird Danny Taylor bei der Dortmund-Karriere nicht geben. Das mache ich mal eigentlich nur in der MSV-Karriere, habe ich mir einfach mal vorgenommen. Der kam auch mal in der Bremen-Karriere vor. Allerdings mache ich das jetzt nicht mehr. Der kommt auch beim MSV vor, weil Duisburger durch und durch, ne?
Er bleibt dann da. So, was habt ihr denn so geschrieben? Safe. Nee, nicht safe. Danny Taylor wird es bei der Brim-Karriere nicht geben, wie gesagt. Auf jeden Fall erstmal Hi an alle, die gerade dabei sind. Wie ich gerade auch sehe, kommt das später auf YouTube, VfB. Yo, das hier wird auch auf YouTube geschaltet, wenn alles funktioniert natürlich. Sollte jetzt irgendwas mit der Aufnahme, die ich gerade nebenbei habe, nicht funktionieren. Ups, dann wird es schwierig. Schon mitbekommen, Kaiserslautern soll Interesse an Thorsten Lieberknecht haben? Kann ja sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der MSV den Lieberknecht gehen lassen wird. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Thorsten Lieberknecht Interesse an der Lautern zu wechseln, wenn ich ehrlich bin. Oh, jetzt vielleicht mal die Flanke, die kommt mehr oder weniger auf Tyler. Das war aber hohes Bein, oder? Also Safe Call. Wie soll der MSV auf den Ausfall von Stoppe reagieren? Ich hätte eigentlich gesagt, ihr müssten das Kader intern abfangen, weil Engin und Mikkels das, glaube ich, zusammen hinbekommen hätten in dieser Saison. Problem ist, Engin fällt halt jetzt auch noch aus. Deswegen muss der MSV meiner Meinung nach in der Offensive noch einen guten Spieler holen, beziehungsweise auch einen Routinierten, der die junghungrigen Spieler vorne so ein bisschen anführen kann, nenne ich es mal, und am besten einer für die 10. Also einer, der auch ganz gut auf der 10 spielen kann. Ich weiß natürlich jetzt nicht, Moment mal eben, welche Möglichkeiten der MSV da hat. Okay, war anscheinend abseits, beziehungsweise wie viele Möglichkeiten es generell gibt. Der MSV wird nicht viel Ablöse zahlen können, sind wir ehrlich. Da musst du gucken, was du für den Preis bekommst, ne? Keine Ahnung. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe letztes Mal bei den ablösefreien Spielern geguckt. Da habe ich jetzt nicht großartig welche gesehen. Glaube ich, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Also Mario Götze zum Beispiel könnte man natürlich nehmen. Ich glaube aber, seine Gehaltsvorstellungen könnten etwas hoch sein. Aber wäre so ungefähr so Spielerprofil 10, routinierter ein bisschen, was funktionieren würde. Aber nee, Spaß beiseite. Muss man einfach mal gucken. Aber so ein offensiver, routinierter wäre nicht schlecht, der die so ein bisschen anpeitschen kann da vorne, beziehungsweise die jungen Leute so ein bisschen führen kann. Wäre definitiv angenehm und auch angebracht. So, ja, erstmal aufpassen. Ein bisschen Geld hat der MSV ja tatsächlich auch eingenommen. Von daher muss man einfach mal gucken, was kommt. Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendein Spieler kommt, der aktuell noch irgendwo unter Vertrag steht. Das wäre abseits gewesen. Aber der dann ablösefrei gehen darf. Das ist ja jetzt auch schon des Öfteren vorgekommen. Vor allem wegen der Corona-Krise und so weiter und so fort. Memphis Depay. Ah, kein Problem für David. Easy. So. Na, Tyler hat den Ball. Jetzt muss man Thuram Gas geben. Ich sollte gleich auch mal wechseln. So, jetzt haben sie Tyler ein bisschen losgelassen. Das ist ganz angenehm. Ja, shit. So, eine Laie reicht. Ja oder Laien wäre auch für mich vollkommen in Ordnung. Aufs Trikot lasse ich mir safe Kavaina machen. Ja, kannst du ja machen. Warum nicht? Ben Baller wäre klasse. Ben Baller ist eine komplett andere Position. Von daher macht Ben Baller nicht so viel Sinn. Ja doch, Laie reicht. Andere Seite Mikkels. Naja, für die Seite haben wir genug. Wie gesagt, wir brauchen halt Leute, die in der Offensive spielen können. Die halt auf der 10 gut spielen können. Es fehlt so die Schaltzentrale, der das Spiel so ein bisschen bestimmt, weißt du? Da muss vielleicht ein bisschen was gemacht werden. Ich habe keinen Ersatz mehr für die 6er-Position. Ah, dann spielt Baku halt durch. Egal. So, ich bin auch der Überzeugung, ich glaube, der Pepic muss sich noch ein bisschen reinfinden, dann wird der auch nochmal um einiges besser, sind wir mal ehrlich. Ich glaube tatsächlich, dass Pepic ein sehr guter Spieler ist. Jetzt aber Metscher, der macht hier erstmal das Tor. Der macht es tatsächlich. Nice, Alter. Lukas Metscher macht hier das 1-0 für den MSV Duisburg. Moin, Arne. Schön, dass du dabei bist. Ben Baller ist erstes ZDM und zweitens nach Braunschweig gewechselt. Ja, eben. Von daher, Ben Baller können wir uns erstmal... Brauchen wir nicht. Kriegen wir auch nicht, sind wir mal ehrlich. Vielleicht ein Spieler von Dortmund oder Schalke leihen. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn Dortmund oder Schalke Spieler verleihen, dann wahrscheinlich eher weniger in die dritte Liga. Vor allem würde man jetzt hauptsächlich bei den Clubs nur junge Spieler bekommen. MSV braucht keine jungen Spieler mehr. Wir brauchen halt, wie gesagt, jemanden in der Offensive, der halt auch schon ein bisschen Erfahrung hat. Halt sowas ähnliches wie ein Stoppelkamp, ganz einfach. Einen weiteren jungen Wilden zu holen, bringt nichts. Wir brauchen einen, der unsere jungen Wilde, die wir bis jetzt haben, koordiniert da vorne. So, auch jemand, ich weiß nicht, ob der Kapitänsmentalitäten braucht, aber auf jeden Fall ein Spieler, der schon ein bisschen was erlebt hat.
So, das na schade, aber auch. Ich bin seit Ewigkeit kein MSV-Fan, aber diese Saison, glaube ich, wird es ein Abstieg. Es wird kein Abstieg. Der Kader ist auch keine Katastrophe. Ich weiß nicht, wo du her das nimmst. Entschuldigung, Masimoto, wenn ich das so sagen muss, aber der Kader ist absolut keine Katastrophe. Ich, keine Ahnung, wie du darauf kommst. Der MSV hat nie viel Geld gehabt. Hat auch jetzt nicht viel Geld. Pepic ist kein Zehner. Erik Hottmann von Stuttgart 2 kommt. Fangemeinschaft, das ist ein älteres Gerücht. Das war, ist, glaube ich, von den Zeiten, wo Šiškovič gewechselt ist. Und als Stürmerersatz wäre der. Wenn ich mich nicht irre, ist Hottmann Stürmer. Huch. Ja, weil ein bisschen ungeboxt war. Aber ich... So, aber echt zu sagen, der Kader ist Katastrophe, ist... nee, aber ganz und gar nicht. Der Kader ist halt einfach jung. Wer Stoppelkamp nicht verletzt gewesen, das macht man als Fußballfan, so, weil man jahrelang nur Scheiße gefressen hat. Und genau. Quatsch, der MSV enttäuscht einen auch nicht nur. Man muss nicht immer nur alles negativ sehen. Das ist ein bisschen. Das ist auch zu einfach. Alles positiv zu sehen ist zu einfach. Alles negativ zu sehen ist ebenfalls zu einfach. Spiel ist vorbei, wir gewinnen 1-0. Sehr schön. Aber schön, dass ihr so positiv seid. Finde ich gut. Ja. Ich wünsche mir für den MSV einen Aufstieg. Ja, warten wir mal ab, ne? Warten wir mal ab. Der Kader muss sich ein bisschen finden. Muss so an der einen oder anderen Schraube ein bisschen geschraubt werden, dann läuft der Kader auch. Das Wichtige ist, beziehungsweise, was ich derzeit so ein bisschen als Fehler erachte, ist der Formationswechsel auf ein 4-1-4-1. Das funktioniert beim MSV nicht so gut. Meiner Meinung ist, du musst mit dem Kader, ich halte es seit Jahren für das beste System, du musst den Kader wieder auf den 4-2-3-1 umstellen. Dann stellst du den Kamavuaka dahin, dann stellst du einen Pepic daneben, Pepic, der gleichzeitig in die 8 rücken kann, beziehungsweise mit nach vorne rücken kann, ein bisschen mehr technisch auch zu zeigen. Wir sind auf der 6 besser aufgestellt als letztes Jahr mit Albutat zum Beispiel. Ben Baller wird fehlen, aber ich glaube, Kamavuaka könnte das auffangen. Wichtig ist, Pepic, der dann so ein bisschen nach vorne zieht, Kamavuaka lässt sich nach hinten fallen, dann bilden wir eine Dreierkette, dann unsere beiden schnellen Außenverteidiger mit Sicker und Sauer zum Beispiel nach vorne rennen mit. Die drei sichern dann hinten mehr ab, sag ich mal. Und dann brauchst du jetzt zum Beispiel erstmal als Ersatz auf der 10 könntest du einen Krempiki stellen, könntest du erstmal machen, auch wenn ich tatsächlich nicht der größte Krempiki-Fan bin. Aber es ist alles erstmal machbar. Aber meiner Meinung nach muss das System wieder geändert werden auf ein 4-2-3-1. Ich möchte aber jetzt gerade gar nicht so viel über den echten MSV reden. Wir sind ja immer noch bei FIFA jetzt. Ich habe gute Laune, weil Wagner weg ist. Ja, Wagner tut mir aber irgendwie leid. Spielst du eigentlich selber irgendwo im Verein Fußball? Nein. Man steht für seinen Verein, egal. Ich kann nicht mehr lesen, Alter. Man steht für seinen Verein, egal was man mitgemacht hat. Wenn man Duisburg-Fan von Herzen ist, muss man dafür stehen. 100%. Baum da. Baum ist ein guter Trainer. So, gucken wir mal. Gibt monatliche Scouting-Updates. Wen gönnen wir uns denn? Den nicht. Der ist so schlecht, weil er ist jetzt noch eine Saison, die wir hier machen. Dann nehmen wir den schon wieder einen Mulder. Meine Fresse, ey. Der ist der dritte Mulder, den wir haben. Aber immerhin heißt er nicht da mit Vornamen. Weiß einer von euch, wann Sabanci wieder fit ist? Ja, wahrscheinlich. Mal gucken. Gibt anscheinend jetzt. Wir haben jetzt ein Talent gefunden, was ganz nice war. Wir könnten noch René Lena. What the fuck, Alter, was ist der Name? Können wir mitnehmen. Ronald Meyer brauchen wir nicht. Grüß mich mal, will im Stream sein. Okay, Julian, fühl dich gegrüßt. Woo. Ihr seht ja auch den Chat teilweise unten. Schlimmer geht immer. Aber der Baum ist, wie gesagt, ein guter Trainer. Aber den brauchen wir safe nicht. Den brauchen wir nicht. Christian Schmitz auch nicht. André Ludwig? Ne, auch zu weit weg. So. Simulation gegen Bremen. Wir spielen mit der Mannschaft, die wir gerade haben. Ich werde natürlich keine Kalendersimulation machen. Wir simulieren jetzt, aber natürlich die meisten Spiele werden wir einfach so runter simulieren. Und dann werde ich euch ein bisschen was erzählen. Und wir gewinnen 1-0 durch das Tor von Tyler Plogmann. Hält die 0 sehr, sehr geil gegen seinen Ex-Verein. Muss man auch mal sagen, Plogmann in echt. Ich glaube, bei Meppen ist er ausgeliehen. Ne? Hat ja auch ein extrem starkes Spiel gezeigt. Der Typ wird auf jeden Fall eines Tages Stammkeeper bei Werder Bremen sein. Das wird auch geil. Ich glaube, der wird ein paar Flanker dann ablösen. Und das wäre geil. Hätte mir Rangnick gewünscht, aber glaub mir, Rangnick wünsche ich kein Schalke. Der Rangnick will mehr.
So, hört man die Musik eigentlich oder ist sie zu leise, Leute? Schreibt da mal in den Chat, würde mich mal interessieren. Wir gewinnen 3-1 gegen Rom auswärts. What? Nice, Alter. Ich hab gar nicht hingeguckt. What the hell? Ich glaube, er wird nie wieder spielen können, leider. Sabanci. Muss mal gucken. Blockmann mappen, ja, okay. War richtig. Sehr, sehr schön. Und aber der wird Pavlenka irgendwann ersetzen. So, machen wir weiter. Ein bisschen lauter. Okay. Dann machen wir das doch mal. So. Hab jetzt ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, das kriegt man auch mit. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn man die hören würde. So, nächste Simulation. Tauschen wir mal was. Wir können Matcher mal von Anfang an spielen lassen. Das könnte man auf jeden Fall mal machen. Ansonsten würde ich jetzt auch direkt wieder so in die Simulation gehen. Obwohl, wie sieht es mit Groß aus? Ach, der ist ja wieder fit. Da war ja was. Für die Simulation macht es tatsächlich mehr Sinn, Engin erstmal nicht mitzunehmen. Matcher wird eine Runde spielen. Und dann gehen wir jetzt auch mal rein. Rein in die Olga. So, gucken wir mal. 1-0. Oh, Gosens macht einen Abgang. Das ist unangenehm. Aber egal, immerhin gewonnen. Paslak wird denn jetzt erstmal spielen. Die Frage ist natürlich auch, wie lange fällt ein Gosens aus? Bin ich ein bisschen gespannt. Daschner, ja, wo soll es denn sonst spielen? In der zweiten Mannschaft oder was? Boah, Groß hat mal wieder irgendwelche Probleme. Du bekommst deine Chance. Groß, auch seit Anfang der Saison, ne, ist am Rumheulen. Beziehungsweise letzte Saison. Gosens fällt für 4 Wochen aus. Autsch. Egal, wir haben Paslak, da könnte es sogar sein, dass der den überholt. Machen wir aber simulationstechnisch schlauer. Wagnumann geht auf links, Paslak geht so lange auf rechts. Ich glaube, das ergibt einfach simulationstechnisch mehr Sinn, weil dann beide auf ihren hundertprozentigen Positionen spielen. Was einfach schlau ist, wenn man es mal so sieht. Ich freue mich aber auch unglaublich auf, wie heißt das? Auf FIFA 21. Ich glaube, der Karrieremodus wird so geil. Auch mit den neuen Simulationen. Das ist einfach ganz cool, ey. Da freue ich mich drauf. Da bin ich schon ein bisschen am Träumen. So, wir spielen gegen Unterhaching. Ich wollte erst Flecken einwechseln, aber ich habe Angst. Ich will nicht im DFB-Pokal jetzt rausfliegen. Das wäre so unangenehm. Wir gewinnen 4-0. Easy. Wagnumann, Groß, Daschner auf Matcher treffen. Sehr, sehr geil, Alter. Sehr geil. So, Thüram kommt jetzt auch wieder direkt rein in der Liga. Dann gucken wir auch gleich mal, wie es in der Liga steht. Wie es derzeit aussieht. Wir sind ja Tag aktuell, glaube ich. Erster, ne? Quatsch, nicht Erster. Ich meine, wir haben seitdem der Stream begonnen, hatte ich ein Spiel verloren. Problem ist, Bayern ist auch ziemlich krass am Schlüssel, ne? Sind wir mal ehrlich. Leute, ihr seid ruhig im Chat. Was ist los? So, ich muss was trinken. Ich habe echt schon viel gelabert, ey. Ungefähr 30 Minuten online. Ich habe mehr geredet als in der FIFA-Folge, die ich sonst aufnehme. Heidewitzka. So. Gegen Mainz. Ich ändere nichts, weil lübt gerade eigentlich ganz gut. Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, Ploegmann noch ein bisschen zu trainieren. Wir gewinnen 3-1. Sehr schön. Tyler trifft wieder. So muss das sein. Bombe. So, wir haben 3-1 gegen Roma gewonnen im Hinspiel. Ich werde den Müller jetzt erstmal rausnehmen. Ich glaube nicht, dass der sich jetzt noch zum Stammspieler entwickeln wird, im Rest hier. Holy shit, die fangen sich halt. Ist ja echt beschissen bei Ploegmann, ne? Nur 69. Das ist ja gar nicht mal so gut. Aber wir pushen jetzt Ploegmann ein bisschen. Wird der eigentlich Ploegmann oder Ploegmann ausgesprochen? Ich höre es immer unterschiedlich. Reflexe auf 89 hoch. Geil. Weil der Typ ist auch seit der ersten Saison dabei, ne? Das ist echt nice. Der hat sich auch echt du nicht durchgemogelt, der hat es einfach verdient. Der hat das so gut gemacht, der so geile Paraden immer gezeigt. Jetzt erstmal gegen die Roma. Wir haben jetzt 0-0. Na gut. Daschner verletzt sich erstmal. Nicht so angenehm tatsächlich. So, ach, ich sollte erstmal gucken, wie lange der sich verletzt. Das wäre eigentlich ganz schlau. So. Ich erwarte Top-Leistung groß. Spieler verletzt 4 Monate. Klar. Der eine 4 Wochen, der 4 Monate. Klar. Ploegmann. Also das O lange. Ah, also wie ich es bis jetzt immer gemacht habe. Sehr gut. Dann habe ich es ja ausnahmsweise mal richtig gemacht.
Oh, das mit Daschner nervt gerade. Der fällt echt lange aus. Das tut ein bisschen weh, ne? Boah, nimm mal den nächsten Mulder mit. Ich meine, warum nicht, ne? Wir haben ja noch nicht genug Mulders. Nenn mal einen richtig guten ZDM. Ein Goretzka. Sodele. Bedeutet, Thuram geht jetzt erstmal ins linke Mittelfeld. Metscher geht wieder in den Sturm. Mulder kommt auf die Bank. Wohl, wir machen das so. Ansonsten könnte ich natürlich auch Vandenberg über links spielen lassen. Der kann es ja auch. Aber so habe ich halt die hundertprozentigen Positionen, wenn ich es von den beiden. Das ist, glaube ich, erstmal schlauer, bis Vandenberg die 81 bekommt. Dann wechseln wir wieder so ein bisschen rum. Boah, wir haben auch so viele Talente hochgezogen. Das ist so geil eigentlich. Spieler verletzt. Ja, weiß ich doch schon, Alter. Warum zeigt ihr mir an, dass da eine neue Nachricht wäre? Stimmt ja gar nicht. Spieler auskuriert? Gosens. Hä? Waren das 4 Wochen? Egal. So. Jetzt gegen Freiburg. Ich erwarte natürlich einen Win. Und 4-0. Easy. Meier, Doppelpack, Thuram und Tyler machen den Rest sehr, sehr schön. Gesundheit, kleiner Mann. Bella Kotschab erreicht ja schon die 77. Was zur Hölle? Was verbessert er sich jetzt so schnell? Was ist los, Kleiner? Mein Hund hat einen Niesanfall. Kann ja mal passieren. So, wir sind Dritter. Oh, das wäre so nice, wenn wir es tatsächlich schaffen, am Ende Meister zu werden. Aber Bayern wird so hart. Vor allem, weil wir auch leider gegen die verloren hat. Oh, den wollte ich mit Sicherheit nicht verpflichten. Naja, jeder macht mal Fehler. Delfine sind nur schwule Haie. So. Hornig. Ach. Oh, da muss ich erstmal. Viondrex. Vielen Dank für den Follow. Thomas Müller bedankt sich ebenso. Sehr, sehr nett von ihm. Sag ich ihm Gesundheit. Gesundheit von Julian. Sorry, dass ich gerade so lange für deinen Namen gebraucht habe, aber der lässt sich tatsächlich gar nicht mal so leicht lesen. Viondrex. Oder Viondrex. Ja, genau das. So. Gehen wir erstmal weiter. Gucken wir mal. Blockmann hat jetzt eine Fangsicherheit von 70. Ich muss dir gestehen, mir. Ich schrie schon so, als ob ich gesoffen hätte. Mir ist nie aufgefallen, dass Plogmann so eine schlechte Fangsicherheit hatte. Redeemed! Warum funktioniert die fette Elfe nicht? Erstmal vielen Dank für deinen Sub. Mega nett von dir. Aber eigentlich müsste die fette Elfe kommen. Was zur Hölle, Moment. Ich habe das letzte Mal alles gemacht, damit die fette Elfe funktioniert. Warum funktioniert die jetzt nicht? Das ist ja frech. So, Yannick, MSV, hi. So, ich muss mich kurz um was kümmern, das ist ja lächerlich hier. Die aktive Box. So. Normalerweise müsste das passieren. Du bist meine fette Elfe. Deine Wampe macht mich an. Ich liebe jeden einzelnen Zentner, in den ich mich kuscheln kann. Ja. Warum hat das nicht funktioniert? Ich will eine fette Elfe sein. Du bist eine fette Elfe. Die Frage ist, ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert hat. Redeemed, kurze Frage an dich. Hast du das mit Prime gemacht oder ohne Prime? Würde mich bei einem kurz interessieren. Damit ich eventuell weiß, wo der Fehler liegt. Damit ich daran arbeiten kann, um das eventuell auszumerzen. Weil normalerweise sollte halt der Sound von selber kommen und nicht, dass ich erst hier mal wieder den extra einspielen muss. Warum hast du FIFA... Du Handynummer, das ist FIFA 20, das kann aktuell jeder spielen. Das ist schon seit ungefähr ein Jahr draußen. Normal, ohne Prime. Okay, warte. Testen wir mal. Das sollte dann die hier sein. Da kommt auch die fette Elfe. Ach, weißt du, woran das liegen könnte? Weil das der 6. Monat ist. Ich glaube, ich muss dann bei jedem Monat dieses Gedöns einstellen. Oh Mann, wie ärgerlich ist das denn? Sollte es nicht daran liegen, muss ich hier mal kurz was bearbeiten, meine Freunde. Redeemed, du bist und bleibst eine fette Elfe. Da sind wir uns sicher. Vielen Dank, dass du Geld für mich ausgegeben hast. Mega lieb von dir. Wir nähern uns immer mit den 50 Subs, dann, den 15 Subs, dann kann ich sogar noch ein weiteres Emote machen. Das wäre nice. Ich meine, du hast gesagt, dass du morgen schon FIFA 21 spielen kannst. Wegen EA Play. Wenn du Geld zahlst auf Origin, dann kannst du das auch. So, als Tipp. So, nächste Simulation. Gegen die TSG aus Hoffenheim. Kann es sein, dass du nur für neue Subs eingestellt hast?
Ja, genau, das, ja, das, was du geschrieben hast, ist mir gerade auch in den Sinn gekommen. Es könnte tatsächlich daran liegen. Irgend so ein EA-Paket. Ja, das kann sich halt jeder holen. Wir gewinnen 2-0 gegen Hoffenheim. Alter, wie viele Spiele in Folge haben wir jetzt schon gewonnen, ey? Das lübt richtig gut gerade. What the hell? Wir sind richtig in a row. Ja, tolle Leistung von Tyler. Achso, ich wusste gar nicht, ob der den Spieler oder den Trainer meint. Kluck, ich bin so kluck. Du bist der Kluckste. So, Plogmann wird auch mal besser. Nice, warum gibst du deine Nummer als Namen an? Wer ist ja gar nicht seine Nummer? Ruf mal an, wer weiß, was da rauskommt. Ich meine, ich werde es nicht machen. Aber hey, tu, was er nicht lassen könnt. So, im Übrigen richtig nervig, ne? Wir spielen jetzt erstmal gegen Slavia Prag. Das ist jetzt nicht das Nervige, was ich erzählen wollte. Mir wurde meine Kreditkartendaten wurden mir geklaut. Da hat jemand auf meinen Namen erstmal sich ein paar Sachen gegönnt. Zum Glück jetzt nicht für den höchsten Preis, also da hat jetzt nicht so viel gekauft. Zum Glück zwei Sachen hat er sich gegönnt im Gesamtwert von 70 Euro. Ist natürlich scheiße, weil es mein Geld war, aber ich muss sagen, meine Bank hat sich da sehr gut drum gekümmert. Ich habe tatsächlich alles wiederbekommen. Also das war schon nice, also dass das alles so gut auch wieder funktioniert hat, dass ich alles wiederbekommen habe, etc. pp. Oder von einem Lehrer, ja, wer weiß, ruf doch mal an. Bei Origin einfach musst du dir EA Play da halt holen. Oder Google. Google ist manches Mal dein bester Freund. Entschuldigung, ich war's. Die Insel für 500k neben Madeira musste sein. Ja, aber guck mal, hättest du mich darauf angesprochen, ich hätte doch gegönnt. Weiß man, wer das war? Nee. Leider nein. Leider gar nicht. Aber ich hab's dann auch, das ist geil. Ich bin zu meiner eigenen, also ich bin ja in der Polizeiausbildung, sage ich mal, und ich hatte ja Praktikum in der Wache. Ich bin dann zu meiner Wache gegangen, wo ich mein Praktikum hatte und hab dann an die Anzeige aufgegeben. Das war irgendwie witzig, weil die Bank will natürlich auch sicher gehen, dass du keine Scheiße laberst. Nils MSV, vielen Dank für dein Follow. Mega nett von dir, Thomas Müller freut sich ebenfalls. So, Plogmann erreicht den 84. Sehr geil. Oh, da war das wohl der falsche Danny. Das war der falsche Danny. Definitiv. So. Ach ja, im Übrigen, ne? Kurz einmal zum MSV-Real-Thema und so. Sollte MSV am Wochenende gegen Lübeck verlieren, dann ändere ich meine Meinung auch über das, was ich vorhin die ganze Zeit gesagt habe. Trainerauszeichnung in der Bundesliga. Nicer Dicer. Geil. Also, wenn wir schon dabei sind, ich könnte ein neues Auto vertragen. Was hast du denn für Wünsche? Ne? Was hast du? Was willst du denn haben? Leverkusen wird hart, ne? Ah, Vandenberg, Safe Call, linkes Mittelfeld, dann holt er auch nicht mehr rum. Warum ist er jetzt Waldschmidt verletzt? Warum verletzen sich denn gerade alle? Das ist dasselbe wie im Football Manager. Und wie in echt zurzeit. Irgendwie verletzt sich jeder. Bei mir Football Manager, weil ich es mit dem Training ein bisschen übertreibe. Na gut, 9 Tage. Aber jetzt auch noch hier, ist ja lächerlich. So, der kommt erstmal raus, dann kommt der Mulder mit. Aber nicht der Mulder, kommt der Mulder mit. So, der Lane hat sich das geklärt. Lübeck im NDR-Erinnerung an 2010. What? Nur der MSV, genau sieht's aus, Nils. So muss das sein. Ja, gegen Lübeck sollten wir gewinnen. Ich hoffe, das funktioniert dann auch. Mal abwarten. Ah, oh, gegen Leverkusen. Das wird hart. Im Übrigen, kann ich auch mal kurz ankündigen. Ich habe tatsächlich für FIFA 21. Oh, 1-1. Ist aber, glaube ich, okay gegen Leverkusen. Das ist einfach mal ehrlich. Da kommt der nächste Follow, da kommt eine Handynummer auf und zu. Vielen Dank für dein Follow, bitte nicht dort anrufen, obwohl. Vielleicht ruft er da an. Thomas Müller wird auf jeden Fall anrufen. Ich weiß nicht wann oder wo, aber er wird es tun. So. Geht das mal weiter. Nicht allzu besonders. Würden Seat Leon STFR nehmen oder ein Jaguar F-Typ? Gut, also. Ich fahre einen Audi A3. Der ist schön. Das andere wird schwierig. Dann kann ich nicht mal eben so gönnen, weißt du? Wann haben wir denn da gegen Lübeck nochmal gespielt? Julian, ich weiß nicht mehr. Könntest du mich mal bei Instagram beschreiben, wie das geht? Google das am besten. Google erklärt das besser. Nehme ich auch. Tauschen? Nein, ich mag mein Audi A3. Ich meine, so erstes richtig eigenes Auto. Ich liebe das Ding. Der ist aber auch schon älter. Der ist 2005 oder so. Aber Automatik, alles mögliche. Richtig geiles Auto. Ich liebe das. Und jetzt, komm schon. Oh, 2-2 gegen Arsenal. Erste Runde. Ah, danke Julian. Ja, daran konnte ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut erinnern. Da meldet sich der Hornig. Hudson Hornet, Alter, muss ich gerade dran denken. Aus Cars. Geiler Film. Nein.
Spieler entfernen, das geht. Sehr schön. Warum gibt es eigentlich keine Schnelltaste für Spieler entfernen? Das wäre echt angenehm. Das hat. Das wäre jetzt normalerweise was, was ich wegschneiden würde. Ah, Automatik, okay, dann lieber doch nicht. Automatik ist voll geil. Finde ich. Also ich war auch immer so einer, der immer gesagt hat, Alter, Automatik ist ja was für die Faulen. Überhaupt nicht. Automatik ist einfach geil. So, Cedric Jacobs. Redeemed. Sympathisch. Ihr seid unsympathisch. Ihr seid einfach unsympathisch. So, Hinz. Scouting Update. Aber sie sitzt ja auch wie so ein richtiger Vollidiot gerade. Boah, also werden auch schon mal bessere Talente, ne? Ich werde mich natürlich jetzt auch ein bisschen weniger um Talente kümmern, als wie ich es in den Folgen getan hätte, beziehungsweise wäre die Karriere weitergelaufen. Normal hätte ich mich natürlich ein bisschen mehr um Talente gekümmert, aber es ist halt gerade eine andere Situation. Der FIFA 21 steht vor der Tür. Der MSV-Karrieremodus hat sich eh schon dezent länger gezogen, als ich es vorhatte, weil so viel dazwischen gekommen ist. Andernfalls ja auch einmal, beziehungsweise es kam ja eine ganze Pause dazu, 2 Monate oder so, keine Ahnung, wie lange ich weg vom Fenster war. Monate kaum Folgen, weil ich so sehr gestresst war, ey. Das war hart. Kann man FIFA 21 auch für PS4 eher spielen? Kann ich dir nicht sagen, Brudi. Musst du googeln. Tut mir leid. Ja, glaub schon. Monte kann das auch. Monte? Aber das streamt nicht. Da bin ich mir sicher. Damn, Alter. Monster schlägt Red Bull. Also von den Sponsoren her. Automatik ist mega lame. Hatte mal 2 Wochen einen Firmenwagen mit Automatik. Ist okay, aber ich habe mich wieder... Ah. Hast du nicht richtig genossen. Muss einfach mal ein bisschen was aus dem Automatik rauskitzeln, dann ist geil. Ich glaube, es ist auch noch was anderes, wenn es ein eigener Wagen ist. Ich glaube, dann genießt ihr da auch mal ein bisschen mehr. Aber gut, jedem das seine. Ihr seid alle nur neidisch. Was auch immer das für eine Geste war. Ja. Ich sag mal nichts dazu. Achso, im DFB-Pokal jetzt auch noch gegen Leipzig. Ja, scheiße. Gar nicht mal so angenehm. Wie gut wäre der hier eigentlich gewesen als Linksverteidiger? Natürlich, wenn ein Linksverteidiger einfach mal fucking 1,90 groß ist. Monte darf auch 30 Tage nicht streamen. Ich weiß. Und dann kommt Lanzluxi 0815. Vielen Dank für den Follow. Thomas Müller meldet sich bei dir. Aber ich würde auch sagen, vollkommen zu Recht mit den 30 Tagen. Ne? Träum weiter. Nö. Kommt morgen schon die erste Folge? Nein. Ich bin erstmal morgen sehr, sehr lange unterwegs und muss sie dann auch irgendwann abends aufnehmen. Muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Wackenummern und Thuram machen das DFB-Pokal noch besser als in der Bundesliga. Wow, Bayern hat mal nur ein Unentschieden gespielt. Holy shit, was? Ne, haben sie nicht. Ich kann nicht zählen. Scheiße, ich dachte gerade, die waren bei 44 und sind jetzt nur auf 45. Leck mir am Arsch, warum gewinnen die denn alles? Ich meine, ich weiß, warum die haben einen unglaublich krassen Kader, aber muss doch jetzt echt nicht sein. Gegen Gladbach. Das wird nicht einfach. Warten wir mal ab. Oh, 3-1! What the hell? Lang spielt ein Tor. Ich dachte, er ist Rechtsverteidiger und selbst da war er nicht sonderlich gut. Egal, neue Karriere mit Schalke. Ich glaube eher weniger. Aber vielleicht machen wir mal eine Sprint... Tu irgendwas mit Schalke. Plogmann erreicht die 85. Bist der Erste, wo mein Name richtig ausgesprochen wird. Echt? Lanzluxi 0815? Oder habe ich es jetzt falsch gesagt? Kannst du mir mal auf Instagram schreiben, wie das geht? Liebe Nummer oder Merlin. Google es, ich mache das nicht. Ich schreibe dir jetzt keine Anleitung, wie das funktioniert mit EA Play und so. Das echt einfach googeln, das ist am besten. Oder tatsächlich einfach bei YouTube eintippen. Das geht schneller, als wenn ich das erkläre. Olli Polli, wenn du dir das für PS4 kaufst, kannst du, wenn du dir eine PS5 kaufst, das Spiel upgrade auf die PS5-Version. Version. Ja gut. Also Bruder, es wird safe keine Karriere geben. Ich werde keine richtige Karriere mit Schalke machen. Das Sprint to Glory. Glory. Sprint to Glory gibt's vielleicht. Ja, selbst die kann ich nicht versprechen. So. Mein eigener Stream ist gerade bei mir abgekackt, weil Twitch abgekackt ist. Das ist ja angenehm. So, ihr solltet aber an für sich nur alles sehen. Lanzluxi bedankt sich dafür, dass ich den Namen richtig ausspreche. Mach ich gerne. Das ist auch nicht der schwierigste Name. 2-2 gegen... Oh, da hat sich wer verletzt. Shit. Ich weiß gar nicht, ob Mai oder David. Hauptsache schon wieder der nächste verletzt. Es ist so hart.
Ja, Mai für 3 Tage. Sinan Kavaina. Kavaina, du darfst uns verlassen. Bloß nicht mit Dortmund. Doch, das wird wohl die erste Karriere. Habe ich ja schon angekündigt. Alles klar, Bruder. Wie gesagt, Bremen geht leider noch nicht, weil ich warten muss, dass Maximilian Philipp wieder in die Bundesliga läuft. Wieder in die Bundesliga kommt. Damit wir ihn dann mit Bremen kaufen können. Tja, der tut mir leid. Er tut mir einfach leid. Okay, eigentlich nicht, aber... Ich sage das jetzt extra für dich, alles klar, Bruder, 04, weil... du wirst es dir trotzdem angucken können. Ich mache es für dich so neutral wie möglich. Oder nimmst du Danny Taylor aus, halt, was ich dir nicht empfehlen würde. So. Damit sind wir in der Winterpause angekommen. Easy. Ich muss sagen, ich bin zufrieden, ne? Ich meine, wir sind aktuell Zweiter. Müssen mal kurz in die Premier League gucken, wie es da aktuell läuft. Würde mich auch mal interessieren. Oh, nee. Julian, sowas schreiben wir ja nicht. Okay, ich meine, wurde schon automatisch weggeblockt, aber machen wir nicht. Philipp geht vielleicht zu Wolfsburg. Ja, genau. Ich hoffe, der kommt einfach zurück in die Bundesliga. Oder in eine andere Liga außer die russische, damit es den wieder in FIFA gibt, damit ich den mit Bremen kaufen kann, wenn es soweit ist. Oder mit wem auch immer. Ich mag ja Philipp extrem gerne. Ich gucke nachher noch... BVB gegen Bayern. Gar keine Mods da. Wäre noch eine gute Chance. Ja, Julian, nicht wenn du so weit schreibst, wie du vorhin geschrieben hast. Sowas geht dann halt gar nicht, ne? DFB-Pokal treffen wir auf Hertha, das ist okay. Champions League. Sind wir dabei und treffen auf Neapel. Ist hart, aber machbar. Ich wollte gucken, wie wir in der Gruppe abgeschnitten sind. Habe ich grandios weggehauen. Genau, der große Mod ist immer da. Hallo. Wir sind Erster in der Gruppe geworden. Sehr, sehr schön. AS Rom ist einfach in der Euroleague nur noch. Passiert. So. Gehen wir mal weiter. Interesse an Akpo... Ja, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Brauchen wir jetzt mich nicht mehr so unbedingt. Ach ja, das war der, den ich aus Versehen mitgenommen habe. Da war ja was. Lindqvist kann auch weg. Wir brauchen nur noch Leute, die 90er Potenzial haben. Tja, Schwabe. Das war's mit dir. Ja, die beiden lasse ich mal noch ein bisschen schmoren. Dein Tipp, ich hoffe, Bayern gewinnt. Ich hoffe auf Dortmund, was ein Wunder. Ich kann mir auch, wird schwierig, keine Ahnung, wie das ausgehen wird heute. 19 Uhr morgen Ass? Nee, Raki, heute nicht. Heute passt nicht. So, machen wir erstmal weiter. Hier passiert nichts. Aber ja, spannend. Langweiligstes Training ever. Vor allem muss ich wegen Among Us auch noch ein paar extra Einstellungen treffen, weil letztes Mal funktionierte bei mir im Stream gar nichts, was Among Us anging. Rückkehr ausgeliehene Spieler. Okay, welcome back. Oder so. Höxtra. Nein. Alter, ist auch so viel Schmutz, ne? Ich schwöre, es wäre noch geil, wenn die irgendwann im Karrieremodus, wenn die irgendwann nochmal dran arbeiten, dass sie dann vielleicht einstellen würden, dass du irgendwann nur noch ab einem gewissen Grad einen Jugendspieler haben willst oder so. Vor allem jetzt auch, wo es möglich ist, ab FIFA 21 die Position zu ändern, weil da will ich doch kein Fuffi. Also keiner, der nur eine Gesamtstärke von 50 hat oder so. Da will ich direkt ausschalten, dass... Der hat vielleicht eine Gesamtstärke von 35. Das ist ein bisschen zu wenig. Habe ich da Among Us gehört? Zockst du das zufällig auch mal mit Viewern? Könnte man auf jeden Fall machen. Ich meine, warum nicht? Ich habe das bis jetzt einmal gespielt, ja, im Stream. Und der Stream lief echt nicht gut. Muss man sagen, da lief einiges falsch. Man hat am Anfang, weil ich irgendwann mit den Soundeinstellungen falsch hatte, hat man die anderen Leute nicht gehört. Das war schon geil. Dann war der Sound mal zu laut und zu leise. Das war alles ein bisschen nicht optimal. Saisonprognose für S04 und Bielefeld. Boah, so wie es aktuell läuft, landet Bielefeld vor Schalke. Aber ich bin ganz ehrlich, Baum ist ein starker Trainer. Hey, schon wieder BVB? Ach ja, ist ja Rückrunde. Voll verwirrt, oder? Ich möchte Gosens nicht verkaufen. Nope. Nope. Oh ja. Nope. No. Dann ich Danny nerven, wenn Schalke siegt. Was in Deutsch? Dann ich Danny nerven. Dann kann ich Danny nerven, wenn Schalke siegt. Das ist korrekt. Obwohl, ich glaube nicht, dass ich mich dadurch nerven lasse. Dann finde ich eine Ausrede, also das ist alles gut. Zockst du Fortnite? Ich spiele kein Fortnite.
Ich spiele es wegen dem Bau nicht, das ist auch korrekt. Ich spiele aber auch Fortnite nicht, weil ich tatsächlich das Handling von den Waffen und so in Fortnite nicht so gerne mag. Ich mag ja Warzone sehr, sehr gerne. Also COD Warzone habe ich mir auch schon einen neuen Battle Pass geholt. Das möchte ich auch in Zukunft wieder öfter streamen, wenn ihr Bock habt, ne? Und wenn nicht, dann streame ich es trotzdem. Dann guckt er halt nicht zu. Wäre natürlich schade, aber dann wäre es halt so. Dann möchte ich auch wieder ein bisschen mehr machen, auf jeden Fall. Schaffen wir es auch in der Simulation? Ah, unentschieden. Vandenberg verletzt sich. Hi und schön, muss gleich weg. Alles klar. It's been a long day without you, my friend. Also habe ich ja gerade richtig gesehen, 7 Wochen ist auch wieder hart, ne? Ich weiß nicht, was da immer los ist, ganz ehrlich. Dann trainieren wir bei Mai noch ein bisschen hoch. Boah, dann würde ich mich fett aggro machen. Ja, passiert auch manchmal. Wir werden auch demnächst mal Streams haben, die ein bisschen länger gehen, wo wir auch mal das Spiel ein bisschen wechseln werden. Fortnite ist das schlechteste Game auf dem Markt. Ja, das jetzt nicht. Kann man halt jetzt echt nicht so sagen, ne? Top-Torjäger, da sind wir uns schon in den ersten 8 nicht. Läuft bei uns. Lol, der von Hoffenheim heißt Ünal. Mein Onkel heißt auch Ünal. Lol. Krasse Transfers. Logmann zum BVB, natürlich. Spielst du Battlefront derzeit nicht mehr? Fehlen dir eigentlich noch viele Subs für neue Emotes? Wir sind gerade entweder bei... Ich glaube, wir sind bei 7 Subs aktuell. Ich brauche 15. Also fehlen 8. Also ist schon viel für mich, ja. Machen wir ein 24. Ja, können wir vielleicht, wenn erstmal so mit einem 12-Stunden-Stream oder so anfangen. Oder geschweige denn mal einen Stream, der so 4 Stunden oder so geht. Weil 24 wäre am Anfang ein bisschen hart. Vor allem wird das auch wahrscheinlich dieses Jahr erstmal nichts mehr mit so einem extrem langen Stream. Einfach weil ich keinen Urlaub mehr habe. Hi, I try hard, Uwu. Wo kommt dieser Name her? Oder spreche ich da komplett beschissen aus? War abseilen. Ja, hättest du Handy mitgenommen? Ich hätte gerne dabei zugesehen. Über das Smartphone. So. Ach, Waldschmidt ist ja auch wieder fit. Kommt da auf die Bank. Too much information. Nein, wir müssen offen darüber reden, was wir so auf dem Klo treiben. What the fuck? Bist du bescheuert, Redeemed? What the hell? Vor allem jetzt ist nirgendwo fette Elfe. Frag nicht, ich hab zu viel Geld. Willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht mal eben 8 Dinger verschenken. What the fuck? Alter, das kannst du doch nicht bringen. What the hell? Oh, und jetzt ist ja richtig traurig, dass das mit der fetten Elfe nicht klappt. Und da gewinnen wir nicht mal gegen Gladbach. Was zur Hölle? Einfach mal 8 Subs verschenkt. Jetzt muss ich mich auf neue E-Mails gemacht. What the fuck, Alter? Ich guck sofort nach. Entweder bin ich zu dumm oder ich habe mich verrechnet. Wir werden gerade 14 Abonnenten angezeigt. Aber Redeemed, du brauchst jetzt nicht noch irgendwas verschenken. What the hell? Anscheinend habe ich mich vielleicht verzählt, aber alles gut. Den einen kriege ich noch. Oder hier ist ein Fehler mit dem Anzeigen. What the fuck? Warte mal eben. Gift-Subs habe ich nämlich safe noch nicht eingestellt, das weiß ich. Das ist für dich. Das ist sowas von für dich, er leckt mir am Arsch. Scam, ich hasse dich. Das war nicht geplant. Ich habe gesagt, ich glaube, das war so. What the fuck, Alter? Einfach 8 Subs verschenkt. What the hell? So, ich hoffe, man kann das Lied relativ gut hören. Vielleicht nicht ganz so viel. Oh mein Gott, ey. Vielleicht nicht ganz so zart. Doch eins sei. What the hell, ey. Davon muss mal jemand einen Clip machen. Das wäre mega awesome. Steht geschrieben in den Sternen. Alter. Jetzt pass auf. Du bist meine fette Elfe. Deine Wampe macht mich an.
Ich liebe jeden Machen wir 10. Was zum Teufel? Einfach mal 10 Abos verschenkt. Und ich soll dir ein Auto schenken, dann kann ich ja jetzt fast machen, aber ganz ehrlich, wenn du doch eh zu viel Geld hast, kannst du dir doch einfach ein neues kaufen. What the hell? Hi, dummer Apfel-YouTube. What the hell? Da fuck trifft's ganz gut. Was zur Hölle, ey? Digga, was ne... What the fuck, ey? Danke. Mega nett von dir. Jetzt demnächst, ich kümmere mich jetzt um den Emote, ja? Bevor die Subs dann alle wieder weg sind, weil die auslaufen. Reicht auch, spar lieber für was Großes. What the fuck, Alter? What the hell? Ist ja noch September, ne? Dann ist ja immerhin noch, glaube ich, nicht, dann ist es nur die Hälfte ungefähr. Immerhin, ey. Oh, Alter, meine Wange tut mir weh, wegen Grinsen. What the fuck? Ach. Unglaublich, echt. Wenn du jetzt wieder 14 sagst, komm ich durch den Bildschirm. Ne, wir werden jetzt 16 angezeigt. Ich meine natürlich, jetzt werden wir nur noch 12 angezeigt. Irgendwas lief da falsch. Komm, morgen eine Folge BVB-Karriere. wahrscheinlich erst übermorgen. Alter. What the hell? Ach, DFB-Pokal. Jawoll! Hui! Oh, Digga, ey, was zur Hölle? Ich krieg mich gar nicht ein. Das ist ja anders stabil. Holy fuck, ey. Einfach mal 10 Subs verschenkt. Und dann kommt da so ein Gammel-Sound, weil ich das so gar nicht eingerichtet hatte. Egal, darum kümmere ich mich jetzt auch noch demnächst. Boah, ich hab keinen Bock auf die letzten 10 Stunden. Ich mach das jetzt einfach so. Alles gut, ich spar genug an. Na, dann ist ja gut. What the fuck? Aber, Redeem, das ist doch jetzt richtig, dass, September aktuell noch ist, oder? Das bedeutet, dass man, ich glaube, statt 5, 3 Euro zahlt für einen Sub. Hoffe ich gerade irgendwie so ein bisschen, weil sonst fühle ich mich echt ein bisschen schlecht. What the fuck, Alter? Egal, Alter, das sind selbst bei 3 Euro pro Sub, wenn es 30 Euro, die du hier einfach mal eben kurz reingeballert hättest. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Klar, du zahlst einfach, wen juckt's? Okay, dann hast du gerade wieder 30 oder 50 Euro in den Stream reingeballert. Ich meine, warum nicht? What the fuck? Vielen, vielen Dank, Mann. Ich zahl einfach, wen juckt's? Geiler Typ, einfach geiler Typ. What the hell? Nee, also ich habe nicht 3 Euro pro Sub gezahlt. Also wahrscheinlich doch 5. Gut. Gut. Also Standardpreis. Okay, halt. Okay, dann sind das die 5 Euro. What the fuck? Bist du bescheuert, ey? Ganz ehrlich. Wird Zeit, Gladbach wegzuklatschen. Ich guck erstmal, ob wir... Alter, Finne, ey, da kannst du doch nicht bringen. Also, ey, ich bin mega happy und so, aber what the fuck? Ey, man kann eine Sache sagen, wir haben den kompletten Stream nicht gegen RB Leipzig verloren. Das ist doch schon mal ganz geil, oder? So. David erreicht die 83. Wenn mein Vater das über Amazon gekauft hat, dann geht das nicht, oder? Du müsstest trotzdem zusätzlich, sobald du das Spiel dann hast, müsstest du auf EA, also bei Origin, nochmal 15 Euro extra zahlen. Ich weiß halt auch nicht, auf welcher Konsole du spielst und so. Von daher schwierig zu sagen. Ey, bei 25 Verschenken kriege ich ein rotes Geschenksymbol. Mach jetzt keinen Scheiß. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. 10 Stück sind schon vollkommen übertrieben. Machst du nur diese Saison? Yo, wir machen diese Saison hier vorbei. Und, das ist ja jetzt schon würdiges Finale, aufgrund dessen, was Redeemed hier reingeballert hat. What the fuck, ganz ehrlich. Es hat auch einen Grund, warum ich jetzt nur diese Saison mache. Entweder klappt es jetzt mit der Meisterschaft oder halt eben nicht. Weil sollte es jetzt nicht funktionieren, dann ist es halt auch okay.
dann ist es okay, weil um die Meisterschaft in der nächsten Saison zu gewinnen, müssten wir richtig durchballern. Ich müsste dann ganz viel im Kader austauschen und das passt einfach nicht zu dieser Karriere, die ich ja doch immer versucht habe, relativ realistisch zu halten. Da kommt ein Helikopter um die Ecke. Nice. Ich nehme an, dass ich dann auch aufgehe, ja? Hast ja recht, man braucht noch was für den nächsten Stream. Genau, falls ich es mal wieder verpenne mit dem Emote, den rechtzeitig einzuführen, ich muss halt nochmal die Situation retten. What the fuck, Alter? Xbox, musst du dich erkundigen. Ich glaube, da geht das auch mit Origin, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, gegen Schalke geht das Spiel wie aus? 2-1. Nice. Ich meine, letztes Mal haben wir die ja in der Folge richtig weggeklatscht, aber gut. Genau, ich möchte halt, dass die Karriere hier sich selbst treu bleibt. Und deswegen möchte ich gar nicht auf Zwang jetzt noch die Meisterschaft gewinnen. Und dafür den ganzen Kader umwerfen, das wird einfach nicht, das wird der Mannschaft, das wird der Karriere einfach nicht gerecht werden. Deswegen mache ich das auf gar keinen Fall. Wir haben ja bis auf die Meisterschaft tatsächlich alles gewonnen. Obwohl, haben wir die Europa, ja doch, Europa League haben wir auch gewonnen. Wir haben Euro, wir haben Champions League, wir haben DFB-Pokal gewonnen. Wir haben fast alles gewonnen, was wir gewonnen hätten können. Ich kann kein Deutsch. Aber ich glaube, dass wir keine Chance gegen Bayern in der Simulation. Die haben 63 Punkte. Willst du mich verarschen? What the fuck, Alter? FIFA 21 kommt am 9. Oktober raus und ich kann es vermutlich auch morgen spielen. Gewonnen hätten, haben, würden, worden, haben, sein, tun. Genau das. Wir versuchen jetzt Bayern hier wegzuklatschen. Ah, dann auch mit den richtigen Spielern. Daschner vorne im Sturm, Thuram. Ich meine, ich glaube, Meisterschaft wird wohl nichts. Sind wir mal ehrlich? Wenn ich das gerade so gesehen habe, dass Bayern einfach alles gewinnt, haben wir keine Chance. Nice. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Ey, mag mich. Ja, generell, ey, wird richtig hart bei mir in nächster Zeit. Es gibt eh von den ein oder anderen Spielen demnächst auch Streams, weil FIFA kommt raus, klar. Dann kommt auch noch das gute alte WoW Shadowlands bald raus. Also der Pre-Patch, den muss ich mir dann auch noch gönnen. Dann ist jetzt die neue Season von Warzone rausgekommen. Ich hab ein bisschen was zu tun die nächste Zeit, bin ich ganz ehrlich. Hartes Leben. Hartes Leben. So, jetzt aber die Bayern hier wegklatschen. Ach ja, für mich läuft das Spiel ja nicht hundertprozentig flüssig, für euch schon. Das ist immerhin das Wichtigste. Gegen den BVB hat es auch funktioniert, aber sollte das ein oder andere nicht stimmen von der Spielqualität her, was mich angeht, dann liegt es einfach daran, dass ich ein schlechter Spieler bin. Und zweitens, dass ich tatsächlich den ein oder anderen Lag habe, weil ich das Spiel ja, wie gesagt, nebenbei auch noch aufnehme für YouTube. So, jetzt erstmal Lukas Daschner, der hier durchspaziert. Oh, shit. Schade, 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 Schokolade. Na, da kommt der Böhm nicht dran. Das war ja Katastrophe. So, Gnabry. Holt sich den Ball. Gnabry gegen Paslak, kann man machen. Paslak, ey, es hat mich im Übrigen mega gefreut, dass Paslak reingekommen ist. Ich glaube, gegen Gladbach. Und dass der da auch direkt so gut gespielt hat, fand ich so geil, ne? Weil ich ja eh Paslak schon seit Jahren gefühlt richtig feier. Fand ich einfach mega geil. Das war schlecht. Oh, das läuft nicht! Fuck. Kenne ich, aber auch gerade wieder eine neue Spielereihe geholt und muss noch so viel zu Ende zocken. Und Cyberpunk kommt bald. Ja, Cyberpunk. Das war schlecht gemacht von uns, ne? Also von mir. Welche Spielereihe hast du denn angefangen? Also aus Interesse. Shit. Ganz alt. Risen. Nice. Aber ist doch geil. Ich kenne Risen. Nie selbst gespielt, aber Let's Plays, die habe ich geguckt. Zumindest immer zum Teil von Gronkh damals immer. Ah, Daschner, setz dich durch. Boah. Bayern ist, glaube ich, doch noch ein bisschen weit über uns. Ganz ehrlich. Damals irgendwie nie gezockt. Ja, mein Gott, komm vor. Was zock ich denn derzeit? Ja, gut, eigentlich. War nichts Besonderes.
wird sich ja morgen dann wieder ändern, wenn ich endlich FIFA zocken kann. Ich hoffe auch, dass es tatsächlich nicht nur die. Es gibt ja teilweise nur diese Möglichkeit, eventuell. Boah, nice Pokémon. Es gibt ja teilweise, dass du nur 10 Stunden zur Verfügung hast. Irgendwie der Trial. Ich hoffe, dass das jetzt nicht der Fall ist bei mir morgen. Genau, was ich derzeit spiele, ist hin und wieder Football. Football Manager. Macht aber auch Bock, tatsächlich. Vor allem. Das ist gut. So, jetzt groß. Der hat auch einen krassen Abschluss. Aber der kommt gar nicht zum. Der wird nicht zum Schuss kommen. Da kommt der Pass auf Thuram und der braucht viel zu lange, um den Ball anzunehmen. Ich habe Prison Break schon durchgeguckt. Ja genau, Football Manager habe ich jetzt viel gespielt als Übergangslösung zum FM, zu FIFA 21. Tyler? Oh, da bleibt da immer Bayern-Spieler hängen, ey. So eine Kacke. Shit. Ah, das war über Risen unterhalten in den Kommentarskis war. So, Milinkovic, Savic, Bayern hat ja aber auch einen Kader, ne? Ich schwöre, das sind alles so 90er-Spieler hier fast. Das ist krass, ey. Jo, bitte Plogmann. Jo, hau ihn weg. Oh, shit. Der Pass hätte natürlich, der hätte nicht hängen bleiben dürfen. Druck, ich spüre Druck von Bayern. Stark, Tyler. Groß. Oh, Thuram braucht irgendwie heute so lange. Was ist los mit dem? Er ist der eine, der Jesus noch retten kann. Oh Gott. Überhaupt nicht meine Musikrichtung, überhaupt nicht mein Typ. Oh shit, war das stark gespielt. Holy shit, war das stark gespielt. What the fuck, ganz ehrlich. Damit habe ich nicht gerechnet von. Damit habe ich von der CPU nicht gerechnet. Den zweiten Teil nur, weil der erste nicht für die PlayStation kam. Oh, das ist mies. Aber der erste war. Ich glaube, den ersten fand ich vom Zusehen her damals. Und vom, nicht vom Storytelling, aber vom, vom Genre her, weil das halt noch so richtig rittermäßig war, am geilsten eigentlich. Also, wie gesagt, ich hab's auch nur geguckt, ich hab's nicht gesehen. Von daher, keine Ahnung. Da unten. Oh, okay, die Bayern zeigen uns, dass sie ja doch nochmal stärker sind als wir, ey. Schade. Das wäre dann, glaube ich, das erste Mal heute, dass, in dieser Folge bzw. in diesem Stream verlieren, ey, das ist hart. Abbelasten. Recht am Anfang, wenn das 3-4 Stunden in-game, bin noch im Lager bei den Banditen oder wie man die nennt. Naja. Worauf mich auch freue, ist tatsächlich das Gothic Remake. Ich habe es immer bereut, Gothic nie gespielt zu haben, muss aber sagen, dass ich auch nie nachholen wollte, weil die Grafik mir dann doch ein bisschen zu kacke war. Aber ich habe Bock, das irgendwann mal so zu spielen. Und auf Baldur's Gate freue ich mich auch. Ich hoffe allerdings auf eine deutsche Sprachausgabe. Ja, und ich hoffe auch bis dahin läuft das alles mit dem Stream noch ein bisschen besser bei mir. Nein, lauf einfach weiter. Weil ich Bock hätte auch das ein oder andere Mal zu streamen. Komm schon, Tyler! Nice! 2-1, das wird unsere Halbzeit, Alter. In die Bayern-Mannschaft ist es gerechtfertigt, mal zu verlieren. Ja, die sind einfach überheftig. Ganz ehrlich, guck dir mal die Spieler hier an. Martinez, Lautaro, Martinez vorne. Iwobi, ich glaube, der hat auch die schlechteste Gesamtstärke. Ist im linken Flügel, geht auch nicht, ist auch nicht so schlecht. Maele, auch Megatalent. Martin, Pagès kenne ich jetzt nicht. Keine Ahnung, auf Fabian, Milinkovic, Savic hauen viel raus. Und dann kommt noch, Hi Mitch, vielen Dank für dein Follow. Thomas Müller freut sich ebenso. Geil. Sagt er und donated 50 Euro Subs. Goffi gab es auch einen Ball mit Risen, hätte allerdings 30 Euro mehr gekostet. Ja, genau das hätte man sich jetzt denken können über die. What the fuck? Du bist ein geiler Typ, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber ey, Redeem, ne? Du willst ja, dass ich ein zweites Emote hab, ne? Wie wär's, wenn du mal den ersten postest? Da freut sich auch der Snow. Scheiße, ich bräuchte so ein Emote, wo Snow und ein Ball drauf ist.
Aber ich glaube tatsächlich, dass Chuck Norris Chicken Nugget Emote kommt. Komm schon, da ist er. Komm schon, da ist es. Holy shit, war der Kacke geschossen. Ja, Redeem, so muss das sein. So muss das sein. Matcher kommt jetzt rein für Tyram. Tyram macht mich wahnsinnig. Vandenberg kommt rein. Jetzt boxt da raus. Spam. Ey, ich habe überhaupt nichts gegen Spam, wenn ich ehrlich bin. Ich finde so eine Chat-Dings da, so eine Chat-Gemeinschaft, wie es Moondai zum Beispiel hat, also Moondai 7, ganz geil. Der lässt ja auch Spam und so zu, da habe ich auch kein Problem mit. Das Wichtigste ist halt einfach für mich, dass es Chat-Interaktion gibt. Ist halt einfach so. Wenn halt normale Sachen gespammt werden, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Daschner, Donnarumma, nein! Oh, verdammt, ey. Verdammt, mit ganz viel A's. Weil es ist einfach das, was beim Streaming mit am geilsten ist, der Chat. Oder die Chat-Interaktion, die man führen kann. Ah, Gnabry. Das war nix. Nimm ihn den Ball ab, Tyler. So, Konter. Oh, habe ich was verpasst, Pro Future? Ein bisschen. Wir kriegen gerade vielleicht unsere erste Niederlage im ganzen Stream. Boah, ich weiß nicht, doch, machen wir. Das Spiel ist rigged, Bayern hat EA bezahlt. Safe, Alter. Kann ja nichts machen gerade. Kann ich auch verstehen. Hab mir den ersten Wizard-Teil ehrlich gesagt auch schlimmer vorgestellt, aber es geht echt fit. Ja, der erste Wizard-Teil ist nice. Wenn du keinen Sub bekommen hast, dann nicht. Also, doch, weißt du, was du verpasst hast? Redeemed hat einfach mal 10 Subs verschenkt. Also einfach mal 50 Euro in den Stream reingeballert. Ich meine, warum nicht? Außer unserem wundervollen Danny natürlich. Oh, du bist so süß. Na, Passlack, behalt den Ball, Mann. Der Finde sind nur schwule Haie. Backofenpommes. Na, Fabian. Boah, zweite Hälfte sind wir echt gut, ey, aber... Leider muss der Ball halt auch rein, ne? Stark. Schön. Gut gespielt. Alter, da vorne steht ja immer noch nicht Matcher drin. Ey, wann wird denn ausgewechselt? Ho! Nein! Oh, Tyram, ey, Junge, warum braucht denn der für alle seine verdammten Aktionen so unglaublich lange? Ey, Tyram kriegt den Ball heute nicht angenommen, was ist los mit dem? Vor allem, ich will ihn auch seit der 70. Minute auswechseln, aber muss ja nicht funktionieren. Ja, genau. Hey, geh doch hin, David! Warum hat David den Ball nicht angenommen? Da, die Nummer 3, Wagnummer natürlich. Warum läuft der vom Ball weg? Wie bescheuert war das denn? Warst du schon mal in Dienstlagen? Ja, klar. Toll. Die Auswechslungen sind durch. Hat ja gar nicht lange gedauert. Alter Finne, ey. Ja, man will viel zocken, wenig Zeit, kenne ich ganz gut tatsächlich, ey. Der ist ja das hart bei mir. Oh, war das ein Kackspiel, ganz ehrlich, ey. Oh, das war's mit der Meisterschaft. Oh Mann, ey. Sag's dir, hast gekauft. Sag mal Bescheid, wenn. William, glaub mir, du verpasst nichts. Goffe geht rein, scheiße. Wenn das Spiel möchte, dass du verlierst. Ja, so kann man es ungefähr echt sagen. What the hell? Pro Future, hast du eigentlich selbst gesubbt oder war das jetzt ein geschenkter Sub, den du gerade hast? Muss ich fragen, weil, wie gesagt,
Redeemed hat heute mal einen Typen, hat einfach mal richtig raushängen lassen aus der Hose heute. Sinok, kommst du von der Schicht? Was Besseres gibt es nicht, als den Danny beim Zocken zuzuschauen. Hi Sinok, als was arbeitest du denn? Wenn ich mal fragen darf, du 47er, du. 3-1 gegen Neapel gewonnen. Schön. Übrigens, ich glaube, ich habe mir heute vorgenommen, den Bart ein bisschen was zu kürzen. Heißt auf, weiß noch nicht, 3 mm runter oder so, da wird dann ordentlich kurz. Meine Freundin köpft mich, wenn ihr nach Hause kommt und ich so einen kurzen Bart habe. Ah, Problem selbst beheben. Ah, Gosens dann jetzt wieder Stammspieler. Oh, ist das sad, ey. Krass, wie gut Funnenberg geworden ist. Er hat einfach mal schon eine 82. Krass. Ah, das ist so ekelhaft. War ein Geschenk, war bis jetzt noch nicht auf Twitch. Ach so. Ja, dann, der gute hat redeemed. Der hat's gegönnt. 1-1 gegen Leverkusen nur. Schade. Alter, wie wir. Hä, waren wir nicht vorhin noch Zweiter? What the fuck, wir haben ja so schnell Punkte verloren. Oh, es regnet. Ist ja mal was Neues. Sozialarbeiter in der, das ist so geil. Boah, Plogmann, 87, Jungs. Wenn man den ein bisschen trainiert, ey, rastet der erstmal voll aus. Spieler verletzt. Achso, ja, wussten wir doch schon. Ist ja nicht der erste Spieler, der sich heute im Stream verletzt, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Hört man die Musik eigentlich noch oder ist die zu leise, Jungs? Vandenberg verletzt sich auch. Ja genau, Musik zu leise oder geht's? Weil ich musste da des Öfteren gerade was umstellen, deswegen weiß ich es gerade nicht. Wie lange fällt der denn aus? 2 Jahre? 4 Wochen. Cool. Ja, sobald ich weiß, wird das Torwarttraining aber auch überarbeitet, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Für den nächsten Teil. Soll nicht mehr ganz so heftig sein. Was auch wichtig ist. Eigentlich musste man ein Experiment machen. 99er Torwart in der Drittligamannschaft und alles andere nicht ändern. 3-1 gegen Köln gewonnen. Grüße an Chris, also an Leches. So, nächstes Training hier am Stüssel. Bella Kotschab erreicht die 79. Ja, Bella Kotschab ist ja leider nicht mehr der Stammverteidiger geworden, den ich immer haben wollte. Den ich mir gewünscht hatte. Weil es einfach zeitlich nicht geklappt hat, aber wer weiß, vielleicht im nächsten FIFA. Oder wir kriegen tatsächlich mal selber ein richtig geiles Torwart, Innenverteidiger-Talent. Das wäre auch mal geil. Ich habe 11.000. Wo kommt die dreckige 2 am Ende her? Und kann die mal einer wegnehmen? Ja, es gibt sehr viele, die sehr viele Kanalpunkte haben. Entweder soll ich die erstmal deaktivieren oder mir einfach mal was dazu einfallen lassen. Aber es ist so zeitlich echt kacke teilweise. Ich will eigentlich feste Streaming-Tage haben. Aber es ist teilweise echt schwierig. Vor allem meine Freundin mich auch schlägt, wenn die nach Hause kommt, ich dann auch die ganze Nacht am PC wäre. Finde die auch nicht so geil. Was ja auch nachvollziehbar ist. Sie arbeitet den ganzen Tag. Ich bin an dem Tag teilweise schon ein bisschen zu Hause, weil ich habe schon Schichtende oder so oder Dienstende. Ja, egal, muss ich manchmal durch. Vor allem, wenn neue Spiele rauskommen. Warum verletzt sich denn immer jemand? Erstmal gut, 2-0 Sieg gegen Neapel ist ja geil. Aber schon wieder einer verletzt, ey. Alter, ich habe 16.000. Gut. Warum nicht? Atlantis Crime, vielen Dank für dein Follow. Thomas Müller bedankt sich später bei dir und persönlich. Warum hat Gosens eine Gesamtstärke verloren? Oder war denn, der war doch bei 79, oder? Oder war der die ganze Zeit bei 78? Bin mir gerade unsicher. Füg mal irgendwas für 2 Punkte ein, damit der Bums weggeht. Nee, das lasse ich jetzt, um dich zu ärgern. Boah, wisst ihr, was scheiße wird? Eigentlich habe ich mir vorgenommen, ich hätte gerne FIFA 21 andere Laufbahn zum MSV zurückgeholt. Aber wir werden natürlich mit der Einstellung strikt irgendwann spielen mit dem MSV. Weil er bei Düsseldorf spielt, wird er dann nicht zum MSV kommen. Das ist echt scheiße.
Wait, kann ich meine Subs auf PayPal noch zurückziehen? Hey, was für 2 Punkte mache ich dir? Mache ich dir irgendwann? Warum sind die so? Achso, du hast die hervorgehoben, die Emotes. Ich war gerade verwundert, warum die so lila im Hintergrund sind. Mit ihm, ich mache alles, was du willst. Alles. So, nee, aber jetzt mal ehrlich, hatte Matcher die ganze Zeit eine 78 oder war der bei 79? Ich habe irgendwie im Kopf, dass der bei einer 79 war. Aber manchmal bin ich auch einfach nur dumm. Doch, der hat einen Punkt verloren. Warum? Ach so, natürlich. So ein Schmutz, ne? Meine Fresse, ey. Spieler wird 29, verliert erstmal alles, was er kann. Ich frage mich, wer bei FIFA 21 sein will. Macht, gib mir mehr Macht, gib mir mehr Macht. Macht natürlich. Ja, hab ich mir beim Vorlesen dann auch irgendwann gedacht, aber danke. Ach ja. Jugendspieler will weg, ja, soll er gehen. Wo, wer bist denn du? Christian de Vries. Ich habe mich jetzt mal nicht zurückgehalten. Ich habe einfach rausgelassen, mein McDonald's-Rülpser. Ja, ich habe mir nämlich heute vor dem Stream noch was von Mc's reingezogen. Weil ich kam nicht mehr davor, mir was zu essen zu machen. Ich hatte heute erst um 16 Uhr Hochschule aus. Und wollte ja schon um 17 Uhr anfangen. Da musste ich, war ich schnell bei Mc's, dann noch mit dem Hund. Und dann war ich, glaube ich, um 5 vor 5 mit dem Essen fertig oder so. War alles zeitlich extrem knapp, ey. Weil ich bin heute einmal extra von der Uni auch nach Hause gefahren, mal kurz dieses Video aufzunehmen, dass ich heute streamen werde. Mahlzeit, so muss das sein. Zweikampf von 90 Bella Culture. Easy. Ich war dieses Jahr noch nicht einmal bei Mc's und ich bin sehr froh darüber. Ich mag Mc's manchmal sehr gerne. Tatsächlich. Also ich muss Bock drauf haben, dann finde ich es mega geil. Ich finde es auch einfach lecker. Bin ich auch ganz ehrlich. Für viele ist es Schmutz. Ich finde es ganz geil. Aber ich kann es mir auch erlauben. Auch wenn ich wieder mehr Sport machen muss, weil ich habe tatsächlich mit Sport habe ich ein bisschen pausiert, weil ich halt erstmal Prüfungsstress hatte. Da habe ich lieber gelernt, statt richtig zu trainieren. Deswegen kamen ja auch keine YouTube-Videos. Dann war es halt auch so, dass ich dann erstmal fett krank geworden bin. Erkältung, fette Erkältung lässt erstmal grüßen. Das war auch angenehm. Ja. Aber manchmal ist Mc's geil. Also manchmal habe ich da richtig Bock drauf. Ja, vor allem, wenn ich Milch konsumiert habe. Dann gibt es kaum was Geileres als Mc's oder einen fetten Döner. Ja, ich glaube, da hast recht. Aber ich trinke tatsächlich so wenig Milch, weswegen ich das nicht ganz beurteilen kann. 1-0 gegen Real Madrid verloren. Kann man, glaube ich, machen. Rückspiel wird wichtig. Burger King an die Macht. Oh Gott. Schmutz. Nein, also ich finde Mc's einfach geiler als Burger King. Also 7 Tage. Da fällt der Mai für 7 Tage aus. Das ist natürlich unangenehm. Jo. Auf jeden Fall muss ich ganz viele neue fette Elfen einfügen. Oder andere Sounds, aber ich mach's erstmal mit den fetten Elfen. Nur 3. Du tendierst auch eher zu Burger King, ihr seid alle Schmutz. Nein, mein Gott, soll jeder das lieber essen, worauf er mehr Bock hat, ganz ehrlich. Jeder hat einen eigenen Geschmack und genauso soll es auch sein. Außer Burger King. Burger King ist halt einfach. Ne. Nein, ich meine natürlich, Burger King ist auch geil. Also Burger King, wenn du einen Werbepartner suchst, ne? Hier bin ich. Training! Und David 84, sehr schön. Ausnahmsweise muss ich mich da mal auf Dannys Seite schlagen. Danke. Hauptsache ausnahmsweise. Aber trotzdem 50 Subs gegönnt. Bist ein guter Mensch. Ach ja. War es natürlich doof, dass jetzt Mai ausfällt. Aber sind wir mal ehrlich, Real Madrid schlagen wir so weg. Plogman hat sich gut entwickelt. Ja, gut ist gut, ey. Der Typ ist krass. Komm schon. Komm schon. Oh, 2-2. Oh nö, schade. Schade, schade, schade. Monster muss mir mal Geld geben. Ich würde mir schon reichen, würden die mir einfach so ein paar Energy Drink Dosen im Monat gönnen oder so. Das wäre eigentlich ganz nice. Aus der Champions League sind wir jetzt leider raus. Bundesliga wird auch nichts mehr, sind wir mal ehrlich. Das ist too much. Bayern ist zu krass, Alter. Bayern ist zu krass. Ich
Spielst du auch selbst Anno Simulieren? Wir haben 2 Spiele bis jetzt selbst gespielt. Mehr werden jetzt auch nicht kommen. Weil Bundesliga ist verloren. Champions League ist verloren. Ich glaube, wir sind im DFB-Pokal noch bei, ne? Aber DFB-Pokal haben wir halt auch schon mal gewonnen, deswegen simulieren wir das auch durch. Sad Life. Und dann gegen Bayern, weißt du? Das ist ja richtig scheiße. Yo, Abschlag auf 99, schade. Alter, wie krass der Plogmann einfach ist. Der hatte am Anfang von dem Stream eine 84. Yo, Lorafee, wir machen nur noch die Saison. Dieser Kawainer ist ja immer noch da. Ja, ich glaube, der geht auch nie wieder. Nach der Saison läuft sein Vertrag aus, aber das war's dann auch. Ach, Bruder, ich weiß noch nicht. Darfst nicht vergessen, für mich hängt das gerade auch ein bisschen, weil wir gleichzeitig am Aufnehmen sind. Das bedeutet, das Kommentieren an sich macht mir gerade mehr Bock, als selbst zu spielen. Weil sich da gerade irgendwas bei dem Stream und so ein bisschen in die Quere kommt. Red Bull hat ein neues Energy rausgebracht. Das ist mega geil. Echt? Was denn für ein? Da gar nichts von gehört. Und ich bin jetzt auch nicht so abgeneigt von Energy Drinks, ne? Man merkt schon alles hier. Energy Drink sucht dies. So muss das sein. Ich habe euch gut angezüchtet. So, wie sieht's mit Mai aus? Ist der wieder da? Mai ist wieder am Stissel. Und da ist auch wieder am Stissel. Mit sehr viel Gas draußen. Ach, Baumo ist wieder da. Da war ja dieser krasse Linksverteidiger. Der Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Auch natürlich 1,86 groß. Man kennt die ganzen Außenverteidiger, die einfach riesig sind. Lanz Luxi. Hast jetzt auch ein Geschenk bekommen. Nice. So, Freunde, ich habe Hunger. Ich werde mir jetzt Essen machen. Ich denke mal, du bist dann schon off. Also noch ein schöner Reststream. Vielen Dank für die. Und ganz ehrlich, ne, vielen, vielen Dank für die Subs. Das war awesome. Das war geil. Mega nett von dir. Danke. Echt, also ich bin dir mega dankbar dafür. Cooler Typ. Mega nice. Guten Hunger auf jeden Fall. Fängst du dann mit einer FIFA 21 Karriere an? Jo, ab morgen fange ich die an und ich glaube, übermorgen gibt es dann die erste Folge. Autsch. Ah, das tat weh. 4-1 gegen Bayern verloren. DFB-Pokal wird dann auch nichts mehr. Gut. Red Bull Winter Edition. Gletscher ist Himbeere. Moin, bin wieder da. Haben wir was zu essen gemacht? Alles klar, Lanz Luxi. Hi und wir haben noch 4 Spiele vor uns, Boys. Unter anderem gegen den HSV. BVB oder hast du dich nochmal umentschieden? Ne, wird wahrscheinlich der BVB. Hat jetzt auch noch eine andere Begründung, weil vielleicht kommt ja Maximilian Philipp wieder zurück. Und wenn ich dann eine Werder Bremen Karriere mache, möchte ich auch Maximilian Philipp kaufen. Das ist so dumm einfach nur. Mein Ziel im Leben, irgendwann Maxi Philipp in echt treffen. Nice. What? Wir verlieren einfach eiskalt. Egal, wir sind noch Zweiter. Das ist wichtig. Naja. Boah, ganz ehrlich, Vizemeister mit unserer Mannschaft wäre auch nicht schlecht. Natürlich verletzt sich jetzt David für 5 Wochen. Warum zum Teufel verletzen sich so viele Typen heute bei uns? Was zur Hölle ist los? Was zum... Na, ihr wisst genau, was ich sagen wollte. Ihr könnt es für mich aussprechen. Ich darf es nicht. Obwohl, ich habe es heute schon oft genug ausgesprochen, so ist es nicht. Egal, Frankfurt klatschen war auch an der Wand, oder? 4-1. Was Bayern kann, können wir erst recht, Alter. Nice. Oh mein Gott, ich muss gehen. Kommentieren macht müde. Moment, wichtige Nachfrage, muss mal gucken. Muss mal kurz mein Handy gucken, weil... So, letztes Saisonspiel gegen gegen Werder Bremen, Jungs. Tyler und Plogmann einfach eine 88, krass. Meier hat sich jetzt tatsächlich gar nicht so krass verbessert, aber egal. Daschner kommt jetzt noch rein.
Das letzte Spiel, Jungs. Das letzte Spiel für heute. Letzte Simulation, das letzte Spiel in FIFA 20 für mich. Auch wenn ich es nicht selber spiele, wir simulieren das jetzt. Aber ist egal. Gegen Werder Bremen. Und wie geht's aus? Komm schon. Vizemeister wäre nice. 4-0. Groß, Doppelpack, Melcher und Vandenberg. Schön. Ja. Bin ja ehrlich ein bisschen sad, dass es jetzt vorbei ist. Bayern hat tatsächlich ein Unentschieden. Krass. Krass, Bayern war einfach zu heftig diese Saison, ganz ehrlich. Aber ganz ehrlich, wir haben ja tatsächlich mit... Wir haben ja doch schon relativ realistische Transfers gemacht, ne? So im Gegensatz zu anderen vor allem. Aber man darf halt nicht vergessen, es ist halt FIFA, da wird es irgendwann unrealistisch, beziehungsweise muss halt teilweise ein bisschen unrealistischer. Denn zum Beispiel dürfte ich mir mit dem MSV eigentlich am Anfang gar keine Spieler kaufen, aber dann machst du eigentlich in so einer Karriere. Ist ja halt auch immer noch ein Spiel. Aber ich finde, wir haben es alles in allem alles mal realistisch gehalten. So ein bisschen zumindest. Und das war mega, mega geil. Und ey, das ist ja kein Ende, ne? FIFA 21 steht vor der Tür und da wird es auch eine MSV Duisburg-Karriere geben. Safe. Und das war's denn jetzt auch eigentlich schon mit dem Stream. Viel mehr wollte ich heute gar nicht machen. Aber das wisst ihr ja auch. Und deswegen bedanke ich mich für alle, die dabei waren. Vielen, vielen Dank an, außer die Wurst, ihr zwei. Natürlich special Dank an, Redeemed, der einfach mal 10 Subs rausgehauen hat, einfach mal 10 Subs verschenkt. Bedeutet ungefähr 50 Euro hier ausgegeben. Das ist krass, das ist richtig krass. Nochmal vielen Dank an dich und natürlich an jeden, der auch live dabei war. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die es jetzt auch über YouTube nachgucken. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Zeigt es gerne anhand von einem Daumen nach oben auf YouTube. Und dann sehen wir uns bald mit FIFA 21. Vielen Dank fürs Zuschauen.